Hallo, hier ist der Phil Hollister, heute aus dem legendären SO36 in Kreuzberg 36. Vielen Dank für die Einladung. Das ist Till, das ist Carstar. Und zwar sind das hier die Veranstalterin des Butch Walk. Was ist Butch Walk? Also, wir sind ein Label, das heißt 100% divers. Und wir möchten in Berlin queere Modeschauen machen. Und wir haben im SO36 mit dem Butch Walk begonnen, weil das ein legendärer Ort ist, wo schon viele queere Performances gelaufen sind. Wir haben uns gedacht, für den ersten Walk, wo die Butch gefeiert wird, die Butch in ihrer Vielfalt, ist das SO36 vielleicht genau der richtige Ort. Auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich habe letztes Jahr das CSD-Video produziert und da habe ich zwei Lesben kennengelernt, die auch mit im Video waren, die heute auch dabei waren. Butch, Barfly, Nadine und Sam, herzliche Grüße. Und die haben mich so ein bisschen in die Lesben-Szene auch reingezogen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es waren ja heute sehr viele Lesben da. Ist das eine lesbische Veranstaltung? Nein, wir wollen wirklich alle ansprechen. Also alle Queers, die gesamte Vielfalt. Auf jeden Fall. Die heutige Veranstaltung, das war das erste Mal. Ihr könnt ja absolut zufrieden sein, oder? Sind wir auch. Uns geht es halt darum, unabhängig von maskuliner Kleidung, dass jeder das trägt, was er liebt und mag. Und zusätzlich haben wir heute aber auch nochmal eine Marke gesetzt, weil wir haben nicht unbedingt Labels, die alles abdecken. Und jeder Körper ist anders. Und Carstar hat heute auch mit ihrem Label oder mit ihrer Kleidung gezeigt, dass es Menschen gibt, die nicht von der Stange kaufen können. Und uns ist es ein politisches Anliegen auch, jeden Körper gut zu kleiden. Und das haben wir heute versucht, mal im Ansatz anzuregen. Und vielleicht auch Anzug und Holzfällerhemd wieder, egal welchem Menschen, näher zu bringen. Carstar, wie lange bist du in dem Bereich? Ist das überhaupt dein Hauptbereich oder ist das Hobby? Naja, beides, sage ich mal. Das ist also komplett meine Leidenschaft. Das ist mein Beruf und mein Hobby sozusagen. Und das seit ich eigentlich so 15, 16 war. Also ich fertige ausschließlich Bühnenoutfits halt an. Ne? Wirklich ganz, ganz speziell. Das ist jetzt auch gar nicht im großen Stil. Das sind einfach nur Einzelstücke, weil es mir Spaß macht. Dann möchte ich unbedingt wissen, wie schafft man das, so eine Veranstaltung zu organisieren? Ich meine, ihr seid die erste Veranstaltung, das erste Mal jetzt und das Ding ist ausverkauft. Bist du so gut vernetzt? Wie machst du das? Oder wie macht ihr das? Also ich traue mir persönlich eine Menge zu. Trotzdem hätte ich das nie erwartet. Wir waren hier zu einer Lesung im Esso und hatten so ein Feeling und so eine Atmosphäre. Und daraus habe ich mir diese Idee mit dem Butch Walk, es ist hier in den Räumen entstanden. Und da habe ich Carstar gesagt, was hältst du davon? Sie sagt, das finde ich sehr gut, das machen wir. Als erste Kick-Off-Veranstaltung von unserer Idee. Aber die Frage ist, wie schafft man das, solche Massen zu aktivieren? Seid ihr denn in der Szene so gut vernetzt? Also, weil es waren natürlich, ich sag mal, so 70% Lesben waren schon da. Ist das so, dass das... Ich habe den Nerv getroffen mit Butch Walk zur jetzigen Zeit im SO36. Es war einfach eine Inspiration und meine Idee war Anzug gegen Holzfällerhemd. Und das ist ein Titel, den alle angesprochen hat. Und wir haben einfach den Nerv der Zeit getroffen, dass man jetzt einen Butch Walk macht. Und dann haben wir interessieren uns für viele Variationen von Kleidung. Weil Kleidung hat kein Geschlecht. Kleidung hat kein Geschlecht. Aber wir haben einfach da vielleicht einfach einen Nerv getroffen. Das denke ich auf jeden Fall. Gibt es denn eine Fortsetzung? Schauen wir mal. Schade, ich dachte, ich kann das jetzt hier so ein bisschen rauskitzeln. Also, wenn wir eine Fortsetzung machen, denke ich, können wir das erst in einem Jahr wieder anbieten, als jetzt sagen, naja, kurz vor Weihnachten gibt es den zweiten Butch Walk. Wir sind beide vollberufstätig und wie gesagt, das ist eine Herzensgeschichte. Wir hatten den richtigen Riecher, es hat die Leute erreicht und wir wiederholen es gerne, nur wir haben noch kein Datum. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Wo können denn die Zuschauer noch ein bisschen mehr von dieser Veranstaltung sehen? Also ich weiß, ihr habt eine Instagram-Seite und ich denke mal, also ich werde das auf jeden Fall taggen. Ja. Kannst du noch mal kurz sagen?
Wir haben Berliner Queere Modenschau, ist unsere Instagram-Seite. Bei Facebook findet ihr das natürlich dann auch unter Berliner Queeren Modenschau, weil Facebook gibt es immer noch. Und Pink.live ist einer unserer Sponsoren, die haben auch gefilmt. Und ich denke, über Pink Dot wird man vielleicht auch noch mal ein bisschen was sehen. Prima. Caster, vielen, vielen Dank. Weiter so. Ganz toll. Till, vielen Dank. Auch weiter so. Ja.